Hadiom, herzlich willkommen zur vierten Reihe unserer Chakra Flow Serie. Ich heiße Sonja und heute soll es um das Anahata Chakra gehen, das Herzchakra. Es liegt inmitten unserer Brust und führt bei einem weiten Anahata Chakra zu mehr Offenheit, Mitgefühl und Nächstenliebe. Wenn du auch das in deinem Leben und Alltag kultivieren möchtest, bleibe jetzt dran für einen lichtvollen Flow. Viel Spaß! Begib dich in die Stellung des Kindes. Hier in Balasana darfst du deine Knie gerne mattenweit auseinandergeben. Die Zehen dürfen sich sanft berühren. Wandere mit den Fingerspitzen so weit wie möglich nach vorne und schiebe die Schulterblätter zurück. Atme hier ein, mit der Ausatmung gib deine Stirn Richtung Boden und schau mal, dass du hier in der Länge deines Nackens verweilen darfst. Schieb dein Kinn gerne Richtung Brustbein und stell dir vor, wie du mit jeder Einatmung über die Arme länger schaffst und wenn du ausatmest, schiebe sanft mit den Fersen Richtung Sitzbeinhöckern und mit den Sitzbeinhöckern Richtung Fersen. Stell dir vor, wie dort eine Verbindung entstehen darf und gib dich ganz dieser Dehnung hin. Das nächste Mal, wenn du einatmest, hebe deinen Kopf vom Boden, atme hier ein mit der Ausatmung, wandere mit den Fingerspitzen und ausgestreckten Armen zur rechten Seite hin für eine Seitdehnung auf der linken Seite. Nimm wahr, wie du mit jeder Einatmung deinen Brustkorb nach links hin in die Weite dehnst und ausatmend löse hier jegliche Spannung. Schaue auch, dass beide Sitzbeinhöcker stets Richtung Fersen schieben und du hier in der Länge verweilen darfst. Dein Nacken ist ganz entspannt und das nächste Mal, wenn du einatmest, wandere mit den Fingerspitzen wieder nach vorne. Mit der Ausatmung wandere mit den Fingerspitzen nach links. Solltest du die Dehnung intensivieren wollen, darfst du gerne mit der rechten Hand über die linke Hand gehen. Auch hier stell dir weiterhin vor, wie du mit jeder Ein- und Ausatmung die gesamte Länge deiner rechten Körperseite nutzt. Einatmend wandere wieder mit den Fingerspitzen zurück in die Mitte. Ausatmen hier und mit der Einatmung komme in die Aufrichtung und schiebe deine Knie wieder zusammen. Für den Fersensitz. Hier im Fersensitz darfst du gerne dein Gesäß unterpolstern, solltest du nicht auf deinen beiden Fersen sitzen können. Dann atme ein, hebe die Arme weit über die Seiten nach oben. Mit der Ausatmung gib die rechte Hand zum Boden. Einatmen, schieb nochmal mit den Fingerspitzen Richtung Decke. Und mit der Ausatmung lehn dich so weit, wie für dich angenehm möglich ist, zur rechten Seite. Dein Blick darfst du sanft Richtung Decke wenden und hier auch ganz bewusst deine linke Schulter zurückschieben. Stell dir vor, du würdest beide Schultern in einer Linie halten. Nutze auch hier deinen gesamten Atmungsapparat. Atme ein und aus. Und das nächste Mal, wenn du einatmest, wandere mit den Fingerspitzen zurück, hebe deinen rechten Arm, atme hier aus, einatmen, schaffe Länge und mit der Ausatmung gib deine linke Hand links neben dir und wandere mit den Fingerspitzen, so weit es geht, nach links. Schieb auch hier bewusst deine Sitzbeinhöcker in die Fersen, schaffe hier Länge, deine Handfläche ist Richtung Boden gewandt. Dein Blick darfst du sanft Richtung Decke wenden. Auf dieser Seite schiebe nun
deine rechte Schulter zurück, um hier in eine parallele Ausrichtung deiner beiden Schultern zu kommen. Dann atme hier ein und wandere mit den Fingerspitzen wieder zurück in die Mitte. Heb den linken Arm, schaffe hier nochmal Länge. Ein- und ausatmen hier. Das nächste Mal, wenn du einatmest, verflechte die Fingerspitzen ineinander. Und mit der Ausatmung beginne sanft Kreise zu formen. Stell dir vor, du würdest mit deinen Fingerspitzen Kreise an der Decke zeichnen. Lasse hier die Atmung sanft ein- und ausströmen und wechsle dann die Bewegungsrichtung. Atme dann aus, lasse die Kreise etwas kleiner werden, bis du dann wieder in die Statik zurückkommst. Einatmen hier, mit der Ausatmung gib die Arme links und rechts neben deinen Körper. Öffne wieder deine Knie mattenweit. Atme hier ein und das nächste Mal, wenn du ausatmest, gib deine linke Hand hinter dir zum Boden. Mit der rechten Hand zieh über vorne nach oben. Schieb deine Hüfte nach oben. Komm in eine Rückbeuge, einatmen, bring dein Gesäß wieder Richtung Fersen, wandere mit dem gestreckten rechten Arm weit über vorne, löse die linke Hand, stelle nun die rechte Hand hinter dir auf, schieb deinen rechten Arm zurück und deine Hüfte nach oben, ausatmen hier. Mit der Einatmung bring wieder dein Gesäß zu den Fersen, komm in die Dynamik, löse nun den rechten Arm, schiebe deine linke Hand in den Boden. Einatmen, komme zurück nach vorne, aus nach hinten. Fahre für einige Male in deinem eigenen Atemrhythmus fort und achte dabei darauf, dass du sauber in der Ausführung bleibst. Spüre ganz bewusst in deinen unteren Rücken hinein. Stell dir vor, wie du mit jeder Ein- und Ausatmung deinen Oberkörper weitest, Offenheit einladen kannst. Jede Seite noch einmal. Und das nächste Mal, wenn du einatmend über vorne kommst, erde beide Hände vor dir, wandere mit den Fingerspitzen etwas weiter vor. Lege die Handteller flach auf, schieb die Knie etwas weiter zusammen, komm in die Ausrichtung eines Vierfüßlerstandes und wandere mit den Fingerspitzen weiter nach vorne für den Panther. Schau hier in der sogenannten Puppy Position oder dem Panther, dass du deine Hände nutzen kannst, um dich auch so ein bisschen abzubremsen. Deine Knie und deine Hüften sind in einer Linie. Schieb auch nochmal dein Steißbein Richtung Fersen. Schaff hier Länge im unteren Rücken. Deine Stirn zieht Richtung Boden. Und schieb auch nochmal ganz bewusst deine Schultern zurück. Komm hier in die Brustöffnung. Und nimm wahr, wie du mit jeder Ausatmung dich immer weiter in die Dehnung hineingeben darfst. Gönn dir hier einige tiefe Atemzüge. Und das nächste Mal, wenn du einatmest, hebe deinen Blick, wandere mit der Ausatmung mit den Händen zurück, komm in einen Vierfüßlerstand. Hier im Vierfüßlerstand kontrolliere nochmal, dass deine Handgelenke unter deinen Schultern sind und deine Knie unter deiner Hüfte ausgerichtet ist und dann schieb dich hier aktiv aus den Händen heraus, schieb dein Steißbein leicht nach unten, um hier die vollständige Länge deiner Wirbelsäule zu nutzen. Der Blick ist nach vorne gerichtet, atme hier ein und das nächste Mal, wenn du ausatmest, schieb die Schulterblätter zusammen Richtung Wirbelsäule. Mit der Einatmung schieb dich aus den Händen raus, die Schulterblätter schieben auseinander. Ausatmen, schieb die Schulterblätter zusammen.
Einatmen, presst dich vom Boden ab und schau mal, dass du in deinem eigenen Atemrhythmus dich hier in die Dynamik begeben kannst. Nutze aktiv deine Atmung. Wenn du magst, darfst du gerne deine Stimmritzen verengen und im Ujjayi-Atem weiteratmen. Das nächste Mal, wenn du dich dann aus den Schultern rausdrückst, komme wieder im Vierfüßlerstand an. Dann atme ein, verlagere dein Gewicht auf deine linke Hand, löse den rechten Arm, strecke dich weit nach oben hin, atme hier ein. Mit der Ausatmung fädle mit deinem rechten Arm unter der linken Achsel hindurch, lege deine rechte Schläfe am Boden ab oder verweile kurz vorher, dann atme nochmal ein, gib Druck in deine linke Hand, öffne dich nach rechts. Mit der Ausatmung schiebe wieder den rechten Arm unter der linken Achsel hindurch, winkle deinen linken Ellbogen an. Einatmen, schiebe in die linke Hand, schieb dich hier raus in die Öffnung und ausatmen, fädle den rechten Arm wieder unter dem linken hindurch. Fahre auch hierfür einige Male in deinem eigenen Atemrhythmus fort und versuch auch hier in der Dynamik zu bleiben. Das nächste Mal, wenn du ausatmest und deine Schläfe Richtung Boden bringst, leg deine rechte Schläfe ab, streck den rechten Arm aus. Hier in der Rotation schieb nochmal ganz bewusst in deine rechte Gesäßhälfte, um deine Hüfte hier parallel auszurichten. Wenn du magst, darfst du deine linke Hand lösen und diese weit über deinem Kopf zum Boden bringen. Auch hier kannst du gerne wieder die Handteller abheben, um deine Aufmerksamkeit bis in die Fingerspitzen zu schieben. Atme hier tief ein und aus. Und das nächste Mal, wenn du ausatmest, stelle deine linke Hand wieder neben deinem Gesicht auf. Einatmen, gib Druck in die linke Hand, öffne dich ein letztes Mal nach rechts und ausatmend gib deine rechte Hand wieder zum Boden. Schau nochmal, dass du hier gut im Vierfüßlerstand ausgerichtet bist. Dann atme ein, verlagere dein Gewicht auf deine rechte Hand, löse die linke Hand, strecke deinen linken Arm weit nach oben hinaus und ausatmen, fädle deinen linken Arm diesmal unter deiner rechten Achsel hindurch. Einatmen, komm wieder in die Öffnung auf der linken Seite. Ausatmen, leg dich wieder leicht zur rechten Seite ab. Einatmen, fahre fort in deinem eigenen Atemrhythmus. Schließe hier gerne die Augen, um ganz bei dir und der Bewegung zu bleiben. Lasse den Atem ohne dein Hinzutun ein- und ausströmen. Und das nächste Mal, wenn du ausatmend deinen linken Arm hindurch schiebst, lege deine linke Schläfe ab, atme hier ein und ausatmen, stelle gerne deinen rechten, strecke deinen rechten Arm aus und stelle deine rechte Hand über deinem Kopf zum Boden hin auf, gerne mit den Handtellern abgehoben. Diesmal schiebe hier in die linke Gesäßhälfte, schaffe hier Länge. Nutze deinen gesamten Oberkörper für die Ein- und Ausatmung. Und das nächste Mal, wenn du ausatmest, stelle deine rechte Hand wieder neben deinem Gesicht zum Boden auf. Gib einatmend Druck in deine rechte Hand, heb den linken Arm und mit der Ausatmung stelle deine linke Hand wieder neben die rechte Hand. Atme hier ein, mit der Ausatmung hebe dein rechtes Bein, schieb dein rechtes Bein weit nach hinten. Gönn dir hier
einen tiefen Ein- und Ausatemzug. Und das nächste Mal, wenn du ausatmest, stelle den rechten Fuß mit der Fußinnenkante zum Boden auf und dann löse deinen linken Fuß derart, dass du deinen Unterschenkel parallel zum kurzen Mattenrand halten kannst. Dein linker Fuß geht also außerhalb der Matte, dann löse den rechten Arm, atme ein, streck den rechten Arm und beginne hier mit der Ausatmung große Kreise zu formen. Gerne darfst du leicht deine Hüfte mitnehmen, um die Kreise etwas leichter zu gestalten. Dann wechsel einmal die Bewegungsrichtung. Dehne deine gesamte Körpervorderseite hier auf. Das nächste Mal, wenn du mit dem rechten Arm über deinem Kopf bist, schau hier nochmal, dass du Länge kreieren kannst. Schieb dich hier auch aktiv aus deinem linken Arm raus. Atme hier ein und mit der Ausatmung hebe deinen rechten Fuß. Entweder du verweilst hier in der gesamten Öffnung deiner rechten Körperseite. Wenn du magst, darfst du aber dein rechtes Knie anwinkeln und dann von hier aus mit deiner rechten Hand an deinen rechten Fuß greifen und hier in eine Art des Bogens kommen. Schau mal, was dein Gleichgewicht hier zulässt. Wenn du magst, darfst du zur linken Hand schauen oder aber deinen Blick Richtung Decke wenden. Schaffe hier eine aktive Körpermitte. Und das nächste Mal, wenn du einatmest, löse gegebenenfalls den Griff. Komm hier nochmal aktiv in die Streckung. Ausatmend erde deine rechte Hand und dein rechtes Knie. Schieb deinen linken Unterschenkel wieder längs zur Matte ausgerichtet. Schau auch hier, dass du im Vierfüßlerstand ankommst. Atme ein. Und aus, das nächste Mal, wenn du einatmest, schieb deinen linken Fuß weit nach hinten, streck das linke Bein ein und ausatmen hier. Und aus einer stabilen Körpermitte erde die Innenkante deines linken Fußes, schieb dann deinen rechten Unterschenkel parallel zum kurzen Mattenrand aus. Dann atme ein, heb den linken Arm weit nach oben und mit der Ausatmung beginne auch hier große Kreise mit deinem linken Arm zu zeichnen. Bleibe auch hier aktiv im rechten Arm. Gerne darfst du deine Hüfte wieder etwas mitnehmen. Wechsle dann einmal die Bewegungsrichtung. Und das nächste Mal, wenn du deinen linken Arm weit über deinen Kopf hinweg streckst, atme hier ein. Mit der Ausatmung hebe auch deinen linken Fuß vom Boden ab. Entweder du verweilst hier oder wenn du magst, darfst du dein linkes Knie anwinkeln und mit der linken Hand zu deinem linken Fuß greifen. Schau mal, inwieweit du hier eine leichte Rückbeuge formen möchtest. Drück dich hier weiterhin aktiv aus deiner rechten Hand empor. Das nächste Mal, wenn du ausatmest, löse gegebenenfalls den Griff. Schaffe einatmend nochmal Länge in deiner gesamten linken Körperseite. Und mit der Ausatmung erde deine linke Hand, schieb deinen rechten Unterschenkel wieder längs aus, erde dein linkes Knie, atme hier ein. Mit der Ausatmung stelle deinen linken Fuß vor dir auf für die Sprinterposition auf der linken Seite. Schau nochmal, wie du ausgerichtet sein möchtest, sodass deine Hüfte parallel zum kurzen Mattenrand ist. Dann erde deine rechte Hand auf der Innenseite deines linken Fußes. Gib deine linken Fingerspitzen auf deine linke Schulter. Rotiere mit der Schulter zurück. Atme ein. Öffne deinen linken Arm Richtung Decke. Schaue hier, dass du in der Oberkörperrotation mit dem Blick der linken Hand folgst. Achte aber darauf, dass du weiterhin deine linke Hand betonst. Das heißt, die Fingerspitzen sind aktiv.
Entweder du bleibst hier oder wenn du möchtest, darfst du dein rechtes Knie anwinkeln und mit der linken Hand an deine rechte Fußaußenkante fassen, um dich hier in eine Rotation zu begeben. Achte bitte darauf, dass dein linkes Knie nicht zu sehr nach links außen strebt. Schau, dass du hier weiterhin stabil bleiben kannst. Gönn dir hier zwei tiefe Atemzüge. Und wenn du an deinen rechten Fuß gefasst hast, löse mit der nächsten Ausatmung den Griff. Einatmen, komm nochmal in die Streckung. Ausatmend erde deine linke Hand neben der rechten. Atme ein, komme in den Stütz. Mit der Ausatmung winkle die Ellbogen an, gib die Knie zum Boden, schieb deine Brust zwischen deinen Händen zum Boden und für die 8-Punkte-Stellung erde deine Stirn oder dein Kinn. Mit der Einatmung schieb die Fußaußenkanten in den Boden und auch deine Hüfte. Roll mit den Schultern zurück für die Cobra. Hier in Bhujangasana schau nochmal, dass deine Hände unterhalb deinen Schultern ausgerichtet sind. Die Fingerspitzen dürfen leicht über die Schultern schauen. Einatmend richte den Blick nach vorne hin auf. Und mit der Ausatmung löse dein Gesäß. Schau mal, ob du hier in der Babykobra bleiben möchtest. Oder aber, ob du dich hier aus den Händen etwas emporsteigen lassen möchtest für die große Kobra. Einatmen hier mit der Ausatmung, wandere mit dem Blick über die rechte Schulter zur linken Ferse. Einatmen, komm über die Mitte, ausatmen, drück dich nochmal empor, schau über die linke Schulter zur rechten Ferse. Einatmen, schieb dich wieder über die Mitte, ausatmen, schau wieder über deine rechte Schulter zur linken Ferse. Noch ein letztes Mal einatmen, über vorne ausatmen, schaue über die linke Schulter zur rechten Ferse. Genieße hier die Oberkörperrotation. Einatmen, Blick geht nach vorne. Mit der Ausatmung komme entweder über den Vierfüßlerstand oder aber direkt in den herabschauenden Hund. Hier im herabschauenden Hund finde dich gerne zunächst ein. Das heißt, dein Zeigefinger und dein Daumenballen drücken in den Boden. Lasse deine Ellbeugen sich anschauen. Schieb mit den Achseln zusammen und mit den Schulterblättern nach hinten. Löse hier ganz bewusst deinen Nacken. Und wenn du magst, darfst du abwechselnd die Fersen in den Boden geben und deine Knie anwinkeln für Walk the Dog. Komme dann zurück in die Statik. Atme ein und aus. Das nächste Mal, wenn du einatmest, schreite mit rechts nach vorne, erde dein linkes Knie und gerne auch deinen linken Fußrücken. Atme hier ein und wandere mit der linken Hand an deine rechte Fußinnenkante. Mit der Ausatmung hebe deinen rechten Arm, gib deine Fingerspitzen auf deine rechten Schulter, atme ein, rotiere mit der Schulter zurück und ausatmend strecke deinen rechten Arm, sodass deine Fingerspitzen Richtung Decke gehen. Entweder verweilst du hier in dieser Art der Oberkörperrotation oder aber wenn du weitergehen möchtest, darfst du gerne dein linkes Knie anwinkeln und mit der rechten Hand zu deiner linken Fußaußenkante greifen. Schau auch nochmal hier, dass du mit dem rechten Knie nicht zur Seite hin ausbrichst, sondern dass du weiterhin stabil bleibst. Halte deine Körpermitte aktiv. Der Blick darf gerne nach innen gerichtet sein oder aber, sodass du mit der Nasenspitze Richtung Decke zeigst. Gönn dir hier noch einen tiefen Atemzug. Und dann löse gegebenenfalls den Griff. Komm hier nochmal einatmen in die Streckung. Mit der Ausatmung finde dich ein
in der Sprinterposition. Einatmend richte deinen Blick nach oben hin. Mit der Ausatmung stülpe deine Zehen um. Vielleicht magst du mit dem linken Fuß etwas näher wandern. Schau mal, welchen Abstand du hier einnehmen möchtest. Mit der Einatmung heb die Arme parallel zum Boden. Ausatmen, schieb die Schulterblätter zusammen. Einatmen, heb die Arme weit nach oben. Schau auch hier, dass du entspannt im Nacken bleibst, während du dich in der Kriegerin auf der rechten Seite befindest. Dein rechtes Knie ist oberhalb deines rechten Sprunggelenkes ausgerichtet. Deine linke Ferse schiebt aktiv Richtung Boden, während deine Schädeldecke sanft Richtung Decke strebt. Atme hier ein und dann verflechte deine Finger ineinander und spare die Zeigefinger aus. Mit den Zeigefingern strebe nach oben Richtung Decke. Atme hier ein und das nächste Mal, wenn du ausatmest, komm in eine Seitdehnung zur rechten Seite. Öffne hier die linke Flanke. Dann komm einatmend wieder in die Mitte und das nächste Mal, wenn du ausatmest, komm in die Seitdehnung zur linken Seite. Öffne hier die rechte Flanke. Schieb auch hier nochmal deine Schultern derart nach hinten und nach vorne, sodass sie in einer Linie sind. Atme hier ein und aus. Und das nächste Mal, wenn du einatmest, komm wieder nach oben. Mit der Ausatmung gib die Hände flächig vor der Brust zusammen. Und dann sammel deinen gesamten Mut, den du hast, atme hier ein und ausatmend verlagere dein Gewicht nach vorne für die Helden 3. Schieb dein linkes Bein gestreckt nach hinten, richte deine Hüfte parallel aus, beuge dein rechtes Knie sanft und schau mal, ob du die Handflächen vor der Brust zusammengeben möchtest oder ob du vielleicht sogar in die Streckung kommst, das heißt die Arme nach vorne hin ausweitest und auch wenn du strauchelst und dein Gleichgewicht hier herausfordern darfst, verweile bei deinem Atem. Und das nächste Mal, wenn du ausatmest, gib die rechte Hand schräg vor dir zum Boden, die linke Hand geht zur Schulter, atme ein, rotiere mit der Schulter zurück. Dann halte deine linke Fußinnenseite parallel zum Boden. Heb den linken Arm weit nach oben für Ardha Chandrasana, den Halbmond, auf der rechten Seite. Auch hier darf dein rechtes Knie leicht angewinkelt sein. Und entweder du bleibst hier oder aber du winkelst dein linkes Knie an und greifst mit der linken Hand zu deiner linken Fußaußenkante für eine Rückbeuge. Löse dann gegebenenfalls den Griff, komm wieder zurück in den Halbmond mit der Ausatmung, erde deine linke Hand, winkle dein linkes Knie an, schließ deine Hüfte und stelle dann deinen linken Fuß neben den rechten auf. Atme ein, senke dein Gesäß ab, hebe die Arme sanft nach oben, schieb die Schultern zurück für den Stuhl. Utkatasana, schau nochmal, dass deine Oberschenkel parallel zum Boden sind. Deine Zehen siehst du von oben, wenn du über deine Knie Richtung Boden schaust. Und dann verlagere dein Gewicht auf deinen linken Fuß, atme hier ein. Mit der Ausatmung streck dein rechtes Bein weit nach hinten. Für die Heldin 1 auf der linken Seite, schau nochmal, dass dein linkes Knie oberhalb deines linken Sprunggelenkes ist. Deine rechte Ferse schiebt aktiv Richtung Boden. Deine Arme sind gestreckt nach oben, während deine Schultern nach hinten unten gehen. Dann verflechte nochmal die Finger ineinander. Atme hier ein und wenn du ausatmest, lehn dich zunächst nach links für eine Seitdehnung auf der rechten Seite.
Dann atme ein, komm in die Mitte. Ausatmend lehn dich nach rechts. Ein, komm nochmal in die Mitte. Mit der Ausatmung gib die Hände flächig vor der Brust zusammen. Atme ein und ausatmend verlagere das Gewicht nun auf den linken Fuß. Streck dein rechtes Bein weit nach hinten aus. Für die Heldin 3 auf der linken Seite. Winkle gerne dein linkes Knie an, während du deine Arme nach vorne hin ausstreckst. Schaffe hier eine stabile und aktive Körpermitte. Und dann erde deine linke Hand schräg vor dir. Atme ein, gib die Fingerspitzen der rechten Hand auf deine Schulter. Öffne deinen rechten Arm nach oben. Schau nochmal, dass die Fußinnenkante deines rechten Fußes parallel ist zum Boden. Der Blick darf sanft Richtung Decke gehen. Entweder du verweilst hier oder aber du winkelst dein rechtes Knie an und greifst mit deiner rechten Hand zu deinem rechten Fuß für eine leichte Rückbeuge. Atme hier ein und aus. Und das nächste Mal, wenn du einatmest, löse gegebenenfalls den Griff, komm hier nochmal in die Streckung. Mit der Ausatmung erde deine rechte Hand, winkle dein rechtes Knie an, stelle deinen rechten Fuß neben den linken und dann komm von hier aus in eine Hocke und von der Hocke lehn dich nach vorne für einen Fersensitz. Hier im Fersensitz angekommen, gib deine Hände flächig auf deinen Oberschenkeln, schließ hier gerne die Augen. Lasse die Atmung sanft ein- und ausströmen. Und das nächste Mal, wenn du einatmest, hebe dein Gesäß an. Für einen Kniestand schau nochmal, dass deine Knie unter deinen Hüften sind. Dann gib die Hände flächig auf deinen unteren Rücken, sodass deine Fingerspitzen Richtung Sitzbeinhöcker zeigen. Für das Kamel darfst du selbst entscheiden, inwieweit du dich nach hinten in eine Rückbeuge begeben möchtest. Wir gehen da gemeinsam durch. Atme ein, schieb die Schulterblätter zusammen, entspanne dein Gesäß. Mit der Ausatmung lehn dich sanft nach hinten, baue eine isometrische Spannung zwischen deinen Handflächen und deinem unteren Rücken auf. Entweder du verweilst hier oder aber du löst den linken Arm weit nach vorne, atmest ein. Mit der Ausatmung in einem weiten Bogen gib deine linke Hand auf deine Fersen. Wenn du magst, darfst du die Zehen auch umstülpen, um deine Fersen etwas näher zu dir heranzubringen. Du darfst da selbst variieren, ob du deine Zehen aufstellen möchtest oder aber absenken magst. Genieß hier das halbe Kamel, indem du den rechten Arm löst und ihn weit nach hinten streckst, komme hier in eine Rückbeuge. Lasse die Atmung von ganz alleine geschehen. Und das nächste Mal, wenn du einatmest, hebe den rechten Arm. Mit der Ausatmung heb auch den linken Arm. Einatmen hier, ausatmen, gib die rechte Hand zu deiner rechten Ferse. Wenn du magst, darfst du mit der linken Hand auch an deinen unteren Rücken gehen und diesen unterstützen. Und ansonsten in einem weiten Bogen atme ein und aus für eine Rückbeuge, das halbe Kamel. Entweder du verweilst hier oder aber du bringst auch den linken Arm in einem weiten Bogen nach unten, sodass deine linke Hand zur linken Ferse geht. Wenn du magst, darfst du dein Kinn Richtung Brustbein ziehen, um hier deinen Nacken zu entlasten oder aber auch gerne den Kopf in den Nacken legen, wenn dein Nacken das heute zulässt. Solltest du den Kopf in den Nacken legen, darfst du auch gerne deine Zahnreihen zueinander bringen, um hier deinen Hals auch zu öffnen.
Löse dann zunächst den linken Arm in einem weiten Bogen nach oben. Atme ein. Mit der Ausatmung löse auch den rechten Arm. Einatmen hier, ausatmend. Komme runter in einen Fersensitz. Schau mal, dass du deine Unterschenkel etwas weiter zusammenbringst. Solltest du mit dem Gesäß nicht zum Boden kommen, unterstütze dich da gerne mit einem Kissen für die liegende Heldin. Schau nochmal, dass du mit den Händen auch nach hinten wandern kannst. Sollte das für dich heute das Maximum sein, dann ist das vollkommen in Ordnung. Es geht jetzt vor allem um die Dehnung deiner Oberschenkel und deines Oberkörpers. Und ansonsten leg die Unterarme ab. Wenn du noch weiter gehen möchtest, leg auch den gesamten Rücken ab und komm hier in die Rückenlage. Lass hier den Atem ein- und ausströmen. Genieß die Dehnung deiner gesamten Körpervorderseite. Und dann gib die Arme unterstützend links und rechts neben deinen Körper mit den Handflächen nach unten gerichtet und schau mal, ob du deine Beine hier befreien kannst, wenn du dein Gewicht verlagerst. Erde dann ganz bewusst deinen unteren Rücken, heb die Füße vom Boden an, gib die Hände auf die Knie und massiere hier deinen unteren Rücken intuitiv. Schau mal, ob du deine Knie vielleicht sogar abwechselnd bewegen möchtest oder geschlossen. Winkel dann die Ellbogen an, bringe sie in eine U-Haltung mit den Fingerspitzen nach oben hin ausgerichtet, Richtung Schädeldecke. Deine Unterschenkel sind parallel zum Boden. Atme hier ein mit der Ausatmung, lasse die Knie geschlossen nach rechts fallen. Schau auch hier nochmal, dass du einen 90-Grad-Winkel bzw. zwei 90-Grad-Winkel formst mit deinen Beinen. Dann atme hier ein und aus. Das nächste Mal, wenn du einatmest, hebe deinen linken angewinkelten Arm und ausatmend lege diesen auf deinen rechten Arm. Einatmen, hebe wieder den linken Arm, schieb ihn bis nach links. Mit der Ausatmung schließe mit deinem linken Arm auf dem rechten. Fahre hier in deinem eigenen Atemrhythmus mit der Oberkörperrotation fort. Und schaue, dass du synchron zu deinem Atem deinen Brustkorb öffnest, den Atem einströmen lässt. Und wenn du ausatmest, komme mit der Konzentration ganz zu dir. Ein und aus. Das nächste Mal, wenn du einatmest, lege deinen linken Arm zur linken Seite ab. Ausatmen, schaffe Kraft in deiner Körpermitte. Hebe die angewinkelten Knie an, einatmen hier und mit der Ausatmung lasse deine geschlossenen Knie nach links fallen. Schau auch hier nochmal, dass du mit deinen Beinen 90 Grad Winkel bildest. Einatmen hier, mit der Ausatmung hebe den linken Arm, den rechten Arm, lege den rechten Arm auf den linken. Einatmen, öffne dich nach rechts. Erde den rechten Arm wieder rechts neben dir und ausatmend schließe mit dem rechten auf dem linken Arm. Fahre hier in deinem eigenen Atemrhythmus fort. Und konzentriere dich ganz auf deinen Atemfluss. Das nächste Mal, wenn dein rechter Arm rechts neben dir ist, atme ein, hebe deine Knie, ausatmen, stell die Füße auf, bring die Arme links und rechts neben deinen Körper mit den Handflächen nach oben hin ausgerichtet, lass deine Beine ausgleiten und entspanne hier in der Endentspannung. Shavasana.
Nimm wahr, wie dein Körper auf dem Boden aufliegt. Spüre in deine Fersen, deine Waden, deine Oberschenkelrückseiten, in dein Gesäß, deinen unteren Rücken, deinen Schultergurt, beide Arme und zu deinem Hinterkopf. Fange sanft an, den Atem tiefer werden zu lassen. Vielleicht magst du auch deine Fingerspitzen bewegen, deine Zehen, deine Handgelenke. Vielleicht magst du dich auch strecken und räkeln, gähnen. Und wenn du soweit bist, winkle dann ein Knie an, atme ein und schwinge mit dem anderen Bein in eine aufrechte Sitzhaltung. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Anahata Chakra Flow dabei warst. Wenn du alle weiteren Flows auch noch praktizieren möchtest, folge gerne der Playlist oder abonniere unseren Kanal. Alle weiteren Informationen zu den Chakras findest du unter Yoga Wiki oder ansonsten in der Videobeschreibung. Im nächsten Video geht es um das Vishuddha Chakra, das Kehlchakra. Ich freue mich da auf dich. Alles Liebe, Hari Om, Tat Sat.